Willkommen zu diesem Warzone-Spiel, das sich hauptsächlich um das Gebäude dort in der Mitte mit dem großen Ring dreht, wo die meiste Action abgeht, wo wir dann rüberstürmen und es versuchen zu erobern nach dem kurzen Looten am Anfang mit haufenweise Pisteln im Haus. Ich glaube, da waren überall Pistols. Ja, so ziemlich. Aber Roboter und eine Kampfflöte. Die gepatchte Roboter, die viel schlechter ist als die davor war. Aber mit diesem Spiel komme ich mit der violetten Roboter ziemlich gut klar. Hab ziemlich viel Schaden und auch Kills gemacht. Und dann auch mit der Hydra Burst Kombi, die ziemlich stark war. Ziemlich viel erreicht hier. Wir sehen es hier schon drüben. Da fliegen sie auch schon weg. Bei dem Haus ist wirklich Party gewesen. Sehr viel abgegangen. Bin auch ein paar Mal gestorben. Gehört dazu bei Rebirth Wiederbelebung. Da langsam ein Push rüber. Und dann geht auch schon die Action ab. Da drüben wirklich dann im ganzen Haus. Man sieht es auf der Karte, wir haben eine Drohne. Ist fett Party. Apotheke. Das ist eine riesige Apotheke. Die Heilung wird da sehr willkommen sein, die wir da drin finden. Da auch schon der erste Gegner, aber jetzt wird sowieso ziemlich stark da mal rumgeschossen. Der ist auch schon down, war ein Assist. Links geht es auch schon weiter. Kurze Flucht nach draußen, um den zu erledigen. Der ist auch down. Kein Problem. Weder lebt noch von uns. Die nächste Panzerplattenkiste ist da. Und drinnen wird schon weiter gefeuert, nach links drüben. Paar Assists und der flüchtet. Hat ihn brav markiert, wie ein gutes Teammitglied das auch machen soll. Und Hotel Trivago oder Hotel 178 pusht doch schon rüber. Ah, ich sehe es, warum es eine Apotheke ist. Haufenweise Pillen, die man sich reinhauen kann. Schauen euch gleich aus. Würde ich nicht empfehlen. Der Typ schaut schon rüber. Ich glaube, wird auch bald eingehen, während ich mich nach hinten noch umschaue. Da pushen auch jetzt ziemlich viele auf der linken Seite. Ich glaube, ein ganzes Team. Ein Luftschlag kommt auch schon her. Die Panzerplattenkiste wird angewendet. Da drüben haben wir Muni. Also wir haben einen Überstoß an Platten. Ich gebe jetzt da mal Rückendeckung, weil die jetzt eh schon pushen auf und weiß von der Seite. Drüben kommt dann noch eine Vorratslieferung her. Der Mate ist wieder down gegangen. Belebt sich wieder. Und wir benutzen auf dieser Seite mal das Schild. Schießen ein paar Gegner nieder. Es kommen da auch ziemlich viele. Nächste down. Nächste kommt dann links gleich. Ich mache einen Dropshot, der sogar aufgeht. Das sieht selten. Ganz down gemacht. Und der nächste ist, glaube ich, auch schon da. Während ich mir ein Schild reinhau und mich mal heile und wir uns da drin versammeln. Weil es sind, glaube ich, noch zwei weitere Teams im Umlauf. Deswegen pushen wir auch langsam hinauf die Stiegen, um zu schauen, was oben abgeht. Ich war das erste Mal in dem Gebäude drin, habe den Jump nicht geschafft. Mein Teammitglied hat den Jump komischerweise geschafft. Ich habe mir dann doch lieber die Stiegen vorgenommen, die ich dann auch markiert habe. Und dann hat er auch den ersten Kill da schon gemacht und den zweiten. Also die Stiegen haben sich nicht so gut ausgezahlt wie sein Jump die Wand hinauf. Da unten geht es auch gleich ab bei der Vorratslieferung, wie immer. Hotel hat uns mal angeschossen, dass wir aufwachen und nicht da so rumstehen, blöde. Hat anscheinend gedacht, dass einer von uns ein Gegner ist. Passiert mir auch öfters. Während ich mir die schöne Welt anschaue und den grünen Rauch, der auch ein Paket herbringt, wo es dann auch abgehen wird. Aber zuerst pushen sie mal von S und SW drüben zur Vorratslieferung und er versucht seinen Loot wieder abfangen. Nix da. Hydra Burst sagt nein mit 360. Oh, wie schön. 360 nachladen. Das sieht man gern. Sehr blutrünstig war der Kill. Und ich schaue mich wieder um wie ein panischer Vogel. Während, naja, da drüben landen sie. Und der hat es auch zur Kiste rüber geschafft. Mit dem habe ich jetzt ein Privatduell für eine Minute, glaube ich. Der stirbt nicht so schnell. Meine Mune ist auch fast am Ende. Ein paar Hitmark kriegt er noch. Wenn mein Team auf der anderen Seite kämpft und ich das Gefühl habe, dass wer raufkommt,
Paranoia Patrick wieder am Werk. Das sieht man sehr oft im Warzone bei mir. Wenn ich spiele, überhaupt Solo, war ganz schlimm, dass ich einfach irgendwie das Gefühl habe, dass jedes Mal wer kommen wird. Er hat das Dach verfehlt, gute Arbeit. Aber die Stiege perfekt. Und ich habe jetzt mein Privatduell mit dem Typen da hinten, glaube ich. Nein? Hab auf dem vergessen? Nee, ich glaube, habe ich nicht. Ich glaube, da kommt noch ein Kampf. Ja. Nein? Ganz sicher kämpfe ich noch gegen den. Anscheinend kriegt er gerade viel Erholung von mir. Schön die Kiste markiert wie ein Vollidiot, weil ich von hinten ein Schießen gehört habe. Zwei Schuss in der Itra machen nicht das Beste. Die Oden wird hergewechselt. Ah, ich habe anscheinend wirklich auf den Typen vergessen. Hab meinen Mate die Stiege markiert, damit er sie den Weg rauf findet. Ja, schaffe ich den zu finden? Nein, schaffe ich nicht. Das gibt's ja nicht. Jetzt aber. Jetzt sehe ich ihn. Hat lang genug gedauert, bis ich den Gegner sehe. Versteckt sich auch gut dahinter. Komm schon. Hol ihn raus. Ja. Ja. Nevermind. Und mach ihn down. Hab ihn rausgeholt und hab ihn rausgeholt. Hol mir noch schnell die Loot, was sich genau noch ausgeht. Bevor die Zone kommt und meine Muni sowieso dringend nötig war, dass sie aufgestockt wird. Hau mir die restliche Schilder rein. Rein hat die Schilder und werde mir wahrscheinlich wieder den Weg raufsuchen. Oh wow. Ich sehe gerade, Roboto hat nicht viel Munition bekommen. Der Push hat sich nicht so ausgezahlt, wie es sein hätte sollen. Ein paar Treffer in die Luft verfehlt. Gegner ein bisschen zum Paniken gebracht, dass sie werden runterhupfen. Und 11 Schuss in Roboto. Ich glaube, ich renne als nächstes wieder ins Haus hinauf und hole mir oben Munition, weil da ja natürlich überall viel liegt. Und irgendwie hat mir die Muni markiert. Gute Arbeit. Roboto ist wieder voll, Schilder sind überall da. Die Überloot in diesem Gebäude, die Apotheke mit Überloot und Übermedizin. Während wir langsam nach links pushen wollen, aber ich glaube, zuerst sterbe ich noch einmal. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Schaue blöd in die Gegend, wie immer. Paranoia Patrick natürlich ganz am Werk, wie es sein soll. Jetzt kommt erst der Hauspush, wo ich meinen Mate als Possum verwende, haufenweise. Zuerst wird nochmal der abgeschossen, Mate wieder als Possum verwendet. Nummer 2, glaube ich, wie ich ihn zum Gegner anlocken benutzt habe. Kommt noch ein paar Mal. Dafür hat er ein paar Mal hinhalten müssen, dass er als erster stirbt. Normal ist es meine Aufgabe, die Gegner rauszulocken. Diesmal war er dran. Luftschlag auf das große Haus da. Egal, wenn die Wiederbelebungszone dran ist, ist immer das Haus zum Schluss, kommt mir vor. Und das Haus wird immer so stark bekämpft, dass man ja immer auf einen Fight rechnen kann und mehr als paranoid sein kann. Ich versuche den gleichen Sprung wie er. Hab's auch nicht geschafft. Hab wahrscheinlich gar keinen falschen Schirm ziehen müssen. Und wir pushen die Stiege hinauf, um das weitere Team, die weiteren Gegner zu finden, zu dritt. Während unser Blauer drüben die Stellung haltet. Die anderen zwei gehen wahrscheinlich auf die andere Seite, während wir uns das Stiegenhaus kümmern und nach rechts jetzt pushen. Ich glaube, er geht wieder drauf, jetzt in die Ecke. Ja. Nein? Oh, nur Panzerplatten. Auch schön. Und Panzergasmaske. Panzergasmaske. Die Gasmaske. Unsere Mates haben drüben einen Fight. Wir haben gleich einen anderen Fight. Da in der Toilette. Wo ich gerade noch mit der letzten Kugel einen Gegner down mache. Die Granate wirf. Die so ausschaut, das würde sie mich gleich wegmachen. Aber einfach nur einen drin gehittet hat, während mein Mate dann den anderen ganz wegmacht. Und das kann er. Doch, das ist eine Toilette. Was ist denn das für eine Toilette? Ist das eine Gefängnistoilette? Wart nicht mal ab drin, Wände. Oi.
Die besten Toiletten hat dieses Hotel nicht. Ich glaube, jetzt stirbt da gleich nochmal. Oben. Nein. Aber stirbt er noch als Possum. Da seine Arbeit gut macht. Während wir uns panisch umschauen, wo die Gegner sind, weil sie unter uns noch irgendwo rumkleben anscheinend. Aber, naja, das ist halt Warzone. Viel suchen, zwischendurch wenig finden und dann sich zu Tode erschrecken, da ich sowieso der Herzinfarktmeister bin. Ja, Mate wurde down gemacht von diesen hier. Ich mache ihn down. Und dann kommt noch ein zweiter, wenn ich mich richtig erinnere. Oder mein anderer Mate panischt nur so. Mr. Hotel. Muni wird noch geworfen. Ich glaube, da war noch wer rechts, oder? Panzerplatten habe ich versucht auszutauschen, was nicht funktioniert hat. Alles brennt. Und ein weiteres Umschauen in der Zone. Es sind überall Panzerplatten, Taschen. Also die Überloot überall anscheinend gerade. Aber weil auch überall Fights sind. Dann wird es mal Zeit, dass ich irgendwas noch loote. Aber ich glaube, das war's eh schon mit meinen Kills. Ich glaube, jetzt kill ich hier keinen mehr. Ich glaube, das war's dann schon. Während jetzt noch der Endfight dann ist, wo ich dann in der Zone ausgeschalten werde, nochmal die Toilette prüfe, brav die Tür schließe, das hat noch gefehlt. Tür schließen, ganz wichtig. Ich nach hinten umschaue, schauen, ob mich noch wer von hinten abfangen kann. Was nicht passiert. Und ja, jetzt geht's dann schon zum Schluss. Mit 3 Teams und 5 Leuten. Wo wir jetzt die große Aufgabe haben, runterzuhupfen und wahrscheinlich dann unten verrecken, weil da drüben schon wer rüberschießt, der ein paar Hitmarker von mir frisst, aber nichts wirklich Präzises. Ich hupf runter, hau mir ein Schild rein, stirb direkt in der Zone da, hau mir eine Gasmaske noch rein, die sehr wichtig ist, werde nochmal angeschossen, downgeschossen und die Mates beenden jetzt das Spiel für mich. Und das ist der Sieg. Ja, danke und tschüss.